So, es war Winter-TV, ludger-winter.de. Das ist jetzt einer der ersten Videos auf meiner Seite, ludger-winter.de. Und zwar geht das um das Thema Stadt und Sparen. 99,9% aller Städte und Staaten sind pleite. Und es gibt ein paar Städte, ich habe leider den Namen nicht, rate noch, wie heißt sie, ist nicht pleite. Und jetzt mache ich das auf meiner Internetseite, bringe ich Videos, wie man die Stadt sparen kann. Damit ihr mich auch mal kennenlernt, ruhig mal ran. So ein Video, wenn ihr es haben wollt, kostet ungefähr 100 Euro pro Video, ab 100 Euro. Und so Werbung da hinten, wie Münster Mobit, das kostet pro 6 Monate ca. 100 Euro. So, ich muss mal gucken. Dann seht ihr, ich habe am Ostern und Weihnachten immer zusammen Zeit. So, ich bin da euer ludger-winter.de und ich bin der sozusagen erfundene Steuereintreiber der Städte und Sparminister, Steuereintreiber, Finanzminister, wie man so sagen kann, der Stadt, des Staat, der Welt. Das will ich in mehreren Sprachen machen auf meiner Internetseite. Und da kommen Spartipps, so wie hier. Da hab ich vorhin ein Video gemacht, das könnt ihr auch sehen mit der Pferdesteuer, dass jede Stadt und jeder eine Pferdesteuer einführt und hat dann mindestens 10 bis 100.000 Euro Einnahmen. Und so will ich Tipps hier hochladen auf meine Internetseite und bei YouTube und wie die Stadt sparen kann. Auf die Idee bin ich gekommen, seit 2 Jahren will ich das eigentlich schon machen, hatte nie Zeit, aber es ist wichtig. Fast jede Stadt ist pleite und die letzte Krise in Spanien und so weiter, fast ganz pleite gegangen und fast die ganze Welt war pleite. Selbst China ist pleite, USA ist pleite, Spanien ist pleite, Griechenland ist pleite. Deutschland ist auch pleite, glaube ich, 2 Billionen Schulden. USA hat 17 Billionen Schulden, 17.000 Milliarden Schulden sozusagen. Ich dachte, China wäre kommunistisch, sind nicht pleite, aber sind auch hochverschuldet, ganze Städte und Länder da bei China. Und Entwicklungsland wollen wir gar nicht reden. Afrika, Asien, Indien, da sind die Leute verhungern, die sind so pleite, dass sie sogar verhungert, dass sie da verhungern. Oder in Russland können sich keine Krebsbehandlung leisten, die Leute, weil der Staat pleite ist. Also, auf meine Insel, alleine Oelde ist eine 30.000 Einwohnerstadt, musste letztes Jahr 400.000 Euro abgeben an die Städte, die weniger verdient haben, durch einen Finanzausgleich. Und da habe ich gefragt, ob die mich unterstützen für einen Rechtsanwalt. Ich habe auch Videos von viele vom Fernsehen aufgenommen. Und die wollte ich auf meine YouTube-Seite bringen, auf meine Internetseite, und die zeigen, wie man aufnehmen, wie man sparen kann und wo man Einnahmen generieren kann. Aber der Bürgermeister hat, obwohl er 4.000 Euro jede Stadt zahlen musste, war er nicht bereit, mir irgendwie 1.000 oder 2.000 Euro zu unterstützen für einen Anwalt wegen Urheberrecht, dass ich dann auch die Videos hochladen darf. Vielleicht gibt es irgendwo anders einen Staat in der Bayern. Ich will jetzt Klage anreichen, weil die so viele Milliarden an Berlin und so weiter abgeben müssen als Finanzausgleich oder durch die EU. Allein diese Seite ist schon eine riesen Entwicklungshilfe, um zu sparen und einzunehmen. Und ich will auch eine Internetseite machen, nur mit Geschäftsideen in Zeitung. Ich habe schon 1.000 Geschäftsideen aufgenommen, alle auf Video, aber das ist ja auch das Problem mit Urheberrecht. Ich brauche Unterstützung durch einen Anwalt und vielleicht durch die Regierung, dass ich diese Videos hochladen darf und alleine in 10 Jahren bestimmt 10.000 Geschäftsideen mache. Das kann sich dann jeder von der Welt angucken und ein Geschäft aufbauen. Im Entwicklungsland, in Deutschland, überall als Erstgeschäft, Zweitgeschäft oder Drittgeschäft. Weil Firma in Deutschland ist jede vierte Firma ist pleite. Von 10 Firmen zahlt nur eine Firma in die Rentenversicherung ein und jede zehnte Firma hat keine Krankenversicherung, weil die so pleite sind.
Also ich würde gerne eine Zeitschrift machen mit Geschäftsideen und die Videos hochladen, aber mir fehlt das Kapital für einen Anwalt, dass ich die Videos hochladen darf. Wegen Urheberrecht. Sonst muss ich pro Video 800 oder 1000 Euro zahlen. Bei 1000 Videos sind das 100.000 Euro Strafe. Und da brauche ich Unterstützung. Und die Stadt Oelde hat mir leider keine Unterstützung gewährt, obwohl die 400.000 jetzt abgeben müssen. 1000, 2000 Euro sind zu viel. Vielleicht gibt es eine andere Stadt, einen anderen Bürgermeister, der mich unterstützt. Oder der Bill Gates oder so. Oder eine andere Firma. Können wir vielleicht dann zusammen machen, die Zeitung und das Internet. Ich wollte ein Internet-TV machen, nur mit Geschäftsideen. Erstmal in Deutsch und dann übersetzen in jede Sprache der Welt. Also wichtig ist, diese Internetseite geht erstmal über Stadt und Sparen, weil jede Stadt pleite ist. Und hier könnt ihr auf dieser Internetseite sehen, wie ihr als Stadt, als Dorf sparen könnt, was ihr machen könnt, um Einnahmen zu generieren. So wie, glaube ich, Rathenau. Und ich habe gehört, Drinsteinfurt ist auch schuldenfrei. Ich weiß nicht, ob die nicht nur nicht keine neuen Schulden brauchen oder ob die überhaupt schuldenfrei sind. Das ist eine Stadt bei uns, da muss ich mal anrufen beim Bürgermeister, ob die wirklich schuldenfrei sind. Kann ich mir gar nicht vorstellen, aber im Radio habe ich es jetzt gestern gehört. Also rückkehrwinter.de, da werde ich verlinken, die Videos, die Spartipps und Einnahmetipps für die Städte, dass sie nicht, dass sie immer ins Plus kommen und wir von unseren 2000 Milliarden Schulden runterkommen und USA von ihren 17.000 Milliarden. Und China, weiß ich nicht, wie viele Milliarden, die haben jetzt viel auf der Kasse, aber sind auch alle pleite. So, das war das Einsteiger-Tutorial für dieses Video, soll auch nicht zu lang werden. Ich mache mal vielleicht noch ein kurzes, das ist ja schon ziemlich lang. Mal gucken, wie lang es schon ist. Das holen wir mal ran. Schon 7 Minuten, das ist gerade noch erträglich. Stadt und Sparen, klarwinter.de, da findet ihr die Seite. Und schickt mir eure Tipps und Einspartipps für Stadt, Land und so weiter, Einnahmetipps. Ich mache dann ein Video raus und lade das dann hoch. Und wenn ich das Urheber, vielleicht könnt ihr auch was vom Fernsehen aufnehmen, was ihr seht, und mir dann schicken. Wenn ich dann das Recht habe, das hochzuladen, ohne abgemahnt zu werden, dann lade ich das auch hoch. Okay, ciao. Vielleicht kann ich auch Unterstützung brauchen, weil ich die Seite mehrsprachig machen wollte, dass ich in Englisch, Französisch, Italienisch, dass man das so hochladen kann. Vielleicht auch Chinesisch, dann kann man sich das mal angucken. Vielleicht finde ich ein Übersetzungs, wie heißt es, Übersetzungsbüro, dass meine Seite synchronisieren kann und so wie man englische Filme ins Deutsche übersetzt, dann meine Sprache in Französisch, Englisch und so weiter übersetzt, was ich so gerade gesprochen habe. Dass ich das Video so lassen kann, nur dass man den Text anders machen kann. Okay, ciao.